Ab von eurem Aberglauben. Teufel, der ist nur in der Hölle und sonst nirgendwo. Habt doch Erbarmen mit diesem jungen Mädchen. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Hühner. Marie, willst du mir mein Gewand stehlen? Nur waschen, so ist das. Frau Schmiedin, seid's dir nicht sorgen, gibt nur bis Feiten. Und ich zwei Flügel hätt, flög ich zu dir, weiß aber nicht. Kann sein, aber nicht kann sein. Lach, heimlich. Hopfen! Das war jetzt. Weißt die Ursache, warum du verhaftet bist? Im Haus vom Schmied sind Sachen geflogen. Aber ich kann für nichts was. Ich hab den Hammer da fliegen gesehen. Aber mit dem Hammer hab ich nix zum Tor. Zum Fürchten ist, sobald die Marie Power im Haus ist, fliegt Sach umeinander. Wollt der Schmieden doch nur Angst machen, weil sie immer recht grantig zu mir war. Und wie willst du die Werferei denn alleine angestellt haben? Der Teufel hat ihr geholfen. Die Schmiedsleute sind gute Christen und großzügig sind's auch. Was man von der Maria Power leider nicht sagen kann. Sogar die Hostie hat sie nicht schlucken wollen. Ich kenne die Wahrheit. Wer hat dich dem Teufel übergeben? Welche andere Hex kennst du? Keine kenne ich. Ich kenne die Wahrheit. Wer hat dich dem Teufel übergeben? Welche andere Hex kennst du? Andere Hex kennst du? Aber Lerndl, wie ist der Geschenk? Mutter. Hör mal gut zu. Vielleicht konnte er noch Käufer werden. Hör mal ganz genau zu. Du musst den hohen Herrn bei Gericht sagen, dass die Liesel Goglerin schuld ist. Die Liesel? Sie hat dich dem Teufel zugeführt. Aber die Liesel hat nicht. Grüß dich, gute Liesel. Was da die bringen? Danke, der Regie. Warte mal, Marie. Ich wollte dem Herrn Grafen vorstellen. Grüß Gott. Herr Graf. Habe ich die Ehre? Wenn du nicht bis zum Herrn Grafen, dann wirst du nur gute Sachen. Sprich mir noch. Hab mich nicht gleich getraut, von der Liesel zu sprechen. Hab mich nicht gleich getraut, von der Liesel zu sprechen. Die sich dem Teufel verschrieben. Mutter, bleib bei mir. Deine Tochter kommt jetzt nach Salzburg.
Verhandlung wird heute, den 19. Jänner Anno Domini 1750, unter Ansicht des Instrumentarium der Folterbank fortgeführt. Eisenvater, ist er bereit? Unsere Geduld ist zu end. Sag die Wahrheit. Wer hat sie dem Teufel überführt? Der Teufel ist niemals in mich gefahren. Mit solch einer Antwort kann sich die Obrigkeit nicht abfertigen lassen. Ich habe mich nicht gleich traut, von Elise zu sprechen, die sich dem Teufel verschrieben. Es wird anbefohlen, die Liesel Goglerin festzunehmen. Die in puncto Magie in Landshut prozessierte Liesel Goglerin, Lehrmeisterin der Maria Paarin, wurde vergangenen Freitag verbrannt. Nein! Nein! Das wollt ihr nicht! Die Liesel sollten nicht sterben! Gesteht sie endlich, sich auch dem Teufel hingegeben zu haben? Mich ihm hingegeben. Wo hat er sie angefasst? Rosinier. Hat sie ihn angefasst? Rosinier. Warum hat sie es zugelassen? Rosinier! So bitte ich in Angesicht der noch so jungen Delinquentin um den Akt der Gnade, diese vor dem Scheiterhaufen mit dem Schwerte zu richten. Kommt kein Graf hergezogen, der mein Hand nimmt fürwahr, hab nur Ketten an die Füße, schon seit circa 2 Jahren. Careful.